Das Zwei-Personen-Musical Die Tagebücher von Adam und Eva nach Mark Twain hat am Eduard von Winterstein Theater Premiere gefeiert. Vorab verriet Intendant Ingolf Huhn bei einer Pressekonferenz, warum die 128. Spielzeit mit einer Premiere begann. Wir fangen an, ganz unüblich, mit einer kleinen Premiere anstelle der Wiederaufnahmen, mit denen wir sonst was machen könnten. Wir haben ja 3 Premieren in der letzten Spielzeit verloren und die Stücke fehlen uns am Anfang der Spielzeit. Jetzt dafür machen wir ein neues Stück, die Tagebücher von Adam und Eva. Das ist ein wunderbarer Text von Mark Twain, das kennen Sie vielleicht, da wo sich der Adam beschwert, dass da ein neues Wesen da ist, die ihm immer auf die Nerven geht und so viel redet und so und er will die nicht und sie behauptet, sie wäre eine Frau und das will er schon gar nicht. Also ein satirischer Text von Mark Twain. Dazu gibt es ein Musical von Marc Seitz und das spielen wir mit 2 Leuten, da haben wir viel Freude dran im Moment. 13 Premieren, 10 philharmonische Konzerte, genauso wie Kirchenkonzerte und Lesungen. Angebote im Kinder- und Jugendtheater, wie zum Beispiel Theater im Klassenzimmer, Schultheatertage, ein Poetry Slam, Stückeinführungen und Publikumsgespräche. Eine lange Nacht des Gegenwartstheaters, Klassik am Nachmittag, all das bietet das Programm des Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH für den Herbst, Winter und das Frühjahr 2020/21. Dabei geht es Schlag auf Schlag. Ja, wir haben dann im 2-Wochen-Rhythmus die Premieren. Das geht richtig dicht los. 2 Wochen später ist Cinderella. Das ist ein Märchenmusical von Thomas Pigor. Wir machen das für die ganze Familie. Das haben wir für den April geplant gehabt und machen es jetzt gleich. Das kriegen wir unter Corona-Bedingungen hin, wie alles, was wir in diesem Kalenderjahr noch produzieren. Unsere Schnittstelle sitzt so am 10. Januar. Bis dahin ist alles noch mit Abständen möglich und dadurch auch mit Einschränkungen. Wir haben keinen Chor dabei. Das heißt, der Chor singt, aber es ist nicht zu sehen. Und das ist Cinderella am 4. Oktober und am 18. Oktober der Raub der Sabinerinnen, einer der ganz großen Komödien von Franz und Paul von Schönthan, ein Bekenntnisstück für das Theater. Sie wissen vielleicht, das Zentrum da drin ist dieser große Monolog des Theaterdirektors Striese, Emanuel Striese, der sagt, was Theater eigentlich ist. Und das machen wir mit Leander Demarell, unserem altgedienten Kempen hier, der wie kein anderer das auch in seiner Person quasi repräsentieren kann. Weiterhin geplant sind die deutsche Erstaufführung der Radiooper Das blaue Klavier. Das Weihnachtsmärchen, das auch in vielen Schülervorstellungen zu sehen sein wird, ist in diesem Jahr König Drosselbart nach den Gebrüdern Grimm. Als zusätzliches Angebot für die ganze Familie steht im Dezember die Operette für Kinder von Franz Leha, Peter und Paul im Schlaraffenland auf dem Spielplan. Im neuen Jahr werden die nachzuholenden Premieren der Opernausgrabung Die Hochzeit des Jobs von Josef Haas und des Tschechow-Klassikers Der Kirschgarten zu erleben sein. Die Musical-Comedy Der Addams Family, die Operettenausgrabung Der Kellermeister von Karl Zeller, das Schauspiel Harold and Maud von Colin Higgins und die Oper Eugen Onegin von Peter Tschaikowski vervollständigen das Programm der neuen Spielzeit. Das Programm der neuen Spielzeit geht davon aus, dass bis zum Ende des Jahres weiterhin Einschränkungen bestehen bleiben und dass auch die Inszenierungen und Konzerte auf diese Einschränkungen reagieren müssen. Jetzt können wir maximal 7 Leute auf die Bühne bringen und gar kein volles Orchester in den Orchestergraben und beim Chor ist es schwierig. Trotzdem bauen wir unter den gängigen Vorschriften unserer Inszenierung, sodass es geht. Das Publikum, wir dürfen 50% reinlassen. Das ist schon sehr viel. Es gibt Häuser, die viel, viel weniger haben. Wir können 150 Leute reinlassen und die so versetzt mit, wir haben einen Mindestabstand von nur 50 Zentimetern genehmigt gekriegt. Da sind wir sehr dankbar, dass das geht. Aber natürlich mit sitzplatzgenauer Kontakt nachverfolgen. Also wir müssen die Kontakte haben, müssen wissen, wer hat wo gesessen. Und die Leute müssen mit einer Mund-Nasen-Bedeckung ins Haus kommen, bis zu ihrem Platz und bis die Vorstellung losgeht. Alles andere ist zu eng sonst. Unsere Nebenräume sind ja dramatisch eng. Also man kann sich da gar nicht so aus dem Weg gehen. Das Einzige, was ganz anders betroffen ist das Theatercafé. Da gelten die Regeln der Gastronomie, die sind anders. Ab Januar geht die Planung davon aus, dass die jetzigen Einschränkungen nicht mehr gelten werden. So wie abzusehen ist, dass sich die Aufführungsbedingungen ändern, wird der Spielplan angepasst. Wir halten Sie auf dem Laufenden.